In diesem Video betrachten wir Beispiele für uneigentliche Integrale. Wir hatten bei den Reihen schon gesehen, dass Reihen tatsächlich konvergieren können, dass wir also unendlich viele Elemente quasi aufsummieren können und trotzdem nur einen endlichen Wert erhalten können. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ob das vielleicht für Integrale genauso gilt. Und dazu betrachten wir einmal ein Beispiel. Dieses Beispiel soll die Funktion 1 durch x² plus 1 sein, so wie sie hier dargestellt ist. Und was man sich natürlich fragen kann, ist, ob die Fläche, die jetzt unter dem Graphen hier dargestellt ist, von 0 bis unendlich, ob das jetzt eine endliche Fläche ist oder nicht. Und das ist genau das, was hinterher durch so ein Integral von 0 bis unendlich ausgedrückt werden soll. Gucken wir dazu einmal die formale Definition an. Was soll dieses Symbol eigentlich bedeuten, so ein Integral von 0 bis unendlich? Und da ist die Idee, wir nehmen ein festes a, das ist unser Startwert, eine Funktion f, und wir fordern, dass für jedes t, was echt größer als a ist, diese Funktion integrierbar ist, und zwar von a bis t. Und dann definieren wir einfach das Integral von a bis plus unendlich über f von x dx als den Grenzwert von a, den Grenzwert des Integrals von a bis t über f von x dx. Hier ist also die Idee, dass die Grenze, die obere Grenze des Integrals, ist ein t, und dieses t, das lassen wir gegen unendlich laufen. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. Wir gucken einfach, na okay, wenn wir das Integral nur bis hier bestimmen, was kommt raus und was ändert sich, wenn wir das t einfach größer werden lassen. Also wir halten einfach die obere Grenze variabel und bestimmen dafür das Integral. Gucken dann, ob das konvergiert oder nicht. Wenn dieser Grenzwert existiert, dann heißt das Integral konvergent, so wie man es erwarten würde, und andernfalls divergent. Das Ganze geht natürlich nicht nur für plus unendlich, sondern man kann auch ganz analog ein Integral von minus unendlich bis a definieren, mit genau der gleichen Idee, dann wieder als Grenzwert, wobei der einzige Unterschied ist, dass jetzt die untere Grenze gegen minus unendlich läuft im Grenzprozess. Jetzt rechnen wir das Ganze für das konkrete Beispiel wirklich mal aus, bestimmen also das Integral von 0 bis unendlich über 1 durch x² plus 1 dx. Und das war nach Definition einfach der Grenzwert Limes t gegen unendlich für das Integral von 0 bis t über 1 durch x² plus 1 dx. Jetzt müssen wir die Stammfunktion kennen von 1 zu x² plus 1, und das ist der Arcus-Tangens. Wir erhalten also Limes t gegen unendlich vom Arcus-Tangens von x an den Grenzen von 0 bis t. So, setzen wir das Ganze ein. Das ist, Limes bleibt erstmal halten, t gegen unendlich. Obere Grenze minus untere Grenze gilt wie vorher auch. Obere Grenze ist Arcus Tangens von t minus untere Grenze, das ist Arcus Tangens von 0. So, hier auf der rechten Seite habe ich Ihnen schon mal den Arcus Tangens geplottet. Und Sie sehen, der Arcus Tangens bei 0 ist 0. Das heißt, wir erhalten auf jeden Fall schon mal Limes. Also wenn wir 0 abziehen, ändert sich natürlich nichts. Also das ist das gleiche wie der Limes des Arcus Tangens von t für t gegen unendlich. Und wenn man jetzt noch einmal weiß, wie der Arcus-Tangens aussieht, dann weiß man, dass der für t gegen unendlich gegen pi halbe läuft. Also ist der Grenzwert an der Stelle pi halbe. Und das ist dann auch der Wert dieses uneigentlichen Integrals von 0 bis unendlich. Also tatsächlich hier für diesen Fall ist es so, dass der Flächeninhalt unter dem Graphen der Funktion tatsächlich endlich ist, selbst wenn wir das Ganze gegen unendlich laufen lassen, das t. Und wo wir schon mal dabei sind, wenn man das in die eine Richtung gegen unendlich laufen lassen kann, dann könnte man das Ganze natürlich auch in die andere Richtung gegen unendlich laufen lassen. Das ist natürlich auch möglich. Jetzt ist die Frage, wie definiert man das? Und da ist die Definition relativ einfach. Man sagt, naja, wenn man so ein uneigentliches Integral von minus unendlich bis plus unendlich hat, dann wählt man sich einfach ein beliebiges c in der Mitte, irgendwo, und nutzt die Definition, die man schon hat, für ein uneigentliches Integral von minus unendlich bis c. Und das von c bis plus unendlich. Das sind beides Definitionen, die wir gerade gesehen haben. Und die beiden Werte addiert man einfach. Also hier wählt man einfach so ein c in der Mitte und bestimmt den einen Flächeninhalt, den anderen Flächeninhalt und addiert die beide, so wie man es erwarten würde.
Dabei hängt es natürlich ganz davon ab, dass man das C unter Umständen geschickt wählt. Zum Beispiel für unser Beispiel wäre es natürlich geschickt, das C auf 0 zu setzen. Das heißt, wir können diesen Wert bestimmen, einfach dadurch, dass wir sagen, na gut, das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über 1 durch x² plus 1 dx ist nach Definition das Integral von minus unendlich bis 0 über 1 durch x² plus 1 dx plus dem Integral von 0 bis plus unendlich, gleiche Funktion, also über 1 durch x² plus 1 dx. So, die einen haben wir eben schon bestimmt. Wir haben schon den positiven Teil hier bestimmt, den von 0 bis plus unendlich. Haben rausbekommen, dass es Pi halbe ist. Aus Symmetriegründen ist der Flächeninhalt im Negativen natürlich auch Pi halbe. Also ist das nichts anderes als Pi halbe plus Pi halbe und damit eben Pi. Gucken wir noch ein allerletztes Beispiel an, und zwar das uneigentliche Integral für die e-Funktion. Wir betrachten so eine e-Funktion e hoch minus cx, wobei c echt größer als 0 sein soll. Und das rechnen wir mal aus, also Integral von 0 bis unendlich über e hoch minus cx dx. Das ist nach Definition Grenzwert Limes t gegen unendlich für das Integral von 0 bis t über e hoch minus cx dx. So, dann brauchen wir die Stammfunktion. Das ist aber ganz einfach. Stammfunktion der e-Funktion ist die e-Funktion. Wir müssen nur einmal auf den Exponenten aufpassen. Der würde ja aufgrund der Kettenregel einmal nach vorne kommen. Das heißt, da müssen wir einmal durchteilen. Das heißt, das ist Limes t gegen unendlich für 1 durch c. Das Ganze mit negativem Vorzeichen mal e hoch minus cx. Das an den Grenzen von 0 bis t. Wenn man es ausrechnet, kommt es auch sofort raus. Wenn ich das ableite, dann ist minus 1 durch c, ist ja ein konstanter Faktor, bleibt also erhalten. Ableitung von e hoch minus cx ist aber e hoch minus cx mal minus c. Und dieses minus c und das minus 1 durch c kürze ich genau weg, ist also genau e hoch minus cx die Ableitung. Also das passt auch. Gut, jetzt haben wir die Stammfunktion. Wir können dann einmal das minus 1 durch c vor den Grenzwert ziehen, also aus den Klammern rausziehen. Das ist also 1 durch, weil es ein konstanter Faktor ist, also minus 1 durch c mal Limes für t gegen unendlich von. So, jetzt setzen wir ein, obere Grenze minus untere Grenze, das ist also e hoch minus c mal t minus untere Grenze, da ist da wird für x 0 eingesetzt, e hoch 0 ist aber 1. Und jetzt wissen wir, dass für t gegen unendlich, so ein Ausdruck e hoch minus c mal t, dass der gegen 0 läuft. Das heißt, der Gesamtausdruck läuft gegen minus 1. Wenn das gegen minus 1 läuft, dann sieht das also so aus, dass also minus 1 durch c mal minus 1. Und das ist natürlich nichts anderes als 1 durch c, was dann der gesuchte Wert für das uneigentliche Integral ist.